Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Steady Trader Helpdesk. Und das machen wir heute auch wieder mit Timo Kosiol. Ich freue mich, dass er heute Abend mit uns hier live die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich fast ein bisschen mehr, dass Sie heute live auch heute dabei seid und ja, die Möglichkeit nutzt, entsprechend hier live die Fragen zu stellen zum Steady Trader. Und Timo wird wie immer versuchen, die Fragen entsprechend zu beantworten. Ansonsten schauen wir uns gleich den Risikohinweis an. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, auch wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es weniger ums Trading an sich heute Abend geht, aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Hinweis. So, Timo, ich gebe den Bildschirm jetzt auch weiter. Ich merke, dass ich doch schon etwas länger rede heute und vor dem Bildschirm stehe. Also, bevor ich gleich noch mehr Quatsch erzähle, dann gebe ich jetzt weiter. Wie immer bin ich im Hintergrund, wenn irgendwas ist, und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Super, so. Dann muss ich jetzt natürlich auch den richtigen Bildschirm finden. Bildschirm 14. 14. Ich glaube, ich habe nur 12. Ah, So, wenn passt. alles geklappt hat, dann sieht man jetzt mein Intro-Bild. So ist es. Super, dann auch nochmal von mir herzlich willkommen hier zum Stair Trader Helpdesk. Alle Fragen rund um den Stair Trader, um die Add-ons vom Stair Trader sind genau hier richtig. Schreib es einfach in den Chat rein und dann werde ich die Fragen bestmöglich beantworten. Genau. Gut, ich habe heute auch schon eine Mail bekommen. Fangen wir mit der Mail an und mit der Frage aus der E-Mail. So, gehen wir direkt mal aber rein in den Chat. So. Hallo, ich habe seit dem Stereo-Trader-Update Montag vor 2 Wochen Probleme mit dem Stereo-Trader. Jeden Morgen muss ich die Indikatoren löschen, Stereo-Trader neu in den Chart ziehen, alle Add-ons reinziehen. Flux läuft nicht richtig. Immer wenn ich das anklicke, verschwinden die Linien und starten dann wieder neu. Ungültige Lizenz. Die Einstellungen werden nicht über Nacht gespeichert. So, da sind so zwei Sachen, wo ich vielleicht mal näher drauf eingehe. Zum einen das Thema Lizenz, dass da die Meldung kommt, ungültige Lizenz. Version 2.8, also die aktuelle Version ist die 2.9. Darauf bezieht sich die Mail wahrscheinlich auf das Update. Das 2.9 ist ungefähr jetzt seit ja, 2 Wochen draußen. Und in der Version 2.8 gab es eine Änderung, und zwar eine Änderung dahingehend, wo die Lizenzcodes eingegeben werden. Vor 2.8 war das so, da gab es hier in den Einstellungen vom Stereo Trader Einstellungen, gab es hier, wo es das Feld Lizenzschlüssel gibt, noch ein weiteres Feld, das hieß, glaube ich, Lizenzen Add-ons oder so. Und dort hat man die Lizenzen eingetragen. Das ist jetzt aber seit Version 2.8 nicht mehr der Fall. Und es gibt sozusagen ja zwei Varianten, Möglichkeiten beziehungsweise zwei Stellen, wo man den Lizenzcode eintragen muss. So, zum einen gibt es die Add-ons, die, sage ich mal, vom Stereo-Trader verwaltet werden. Das sind Add-ons wie VPOC, wie das Preax-Tool und auch Flux. Und bei den Programmen ist das so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal das Flux nehme und auf den Chart ziehe, dann gibt es jetzt hier unter Auto Trading, ich weiß nicht, kann man das sehen? Kann man nicht sehen. Ich ziehe das hier mal raus, dann kann man das sehen. Unter Auto Trading gibt es jetzt hier Flux. In dieser Liste steht jetzt hier Flux drin und dann gibt es so ein, ja, so ein Sternchen, das ist so ein Button, so ein Sternchen, da kann man draufklicken und hier gibt man den Lizenzcode entsprechend ein und nicht mehr, wie gesagt, in den Stereo-Trader-Einstellungen selbst. So, das ist die erste Möglichkeit für die Eingabe des Lizenzcodes für Add-ons, die vom Stereo Trader verwaltet werden.
So, und dann gibt es ja noch diverse Add-ons von mir. Dort ist die Sache ein bisschen anders. Und zwar gibt man dort den Lizenzcode direkt im Indikator, in den Indikatoreinstellungen ein. Das zeige ich auch nochmal kurz. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Flux schmeißen wir erstmal wieder raus. Und wenn ich jetzt hier GP3 nehme, dann gibt es ja so, wenn man das Indikator-Tool auf den Chart sieht, immer so ein Fenster, wo es so mehrere Reiter gibt. Und da gibt es immer so einen Reiter, der heißt Eingaben. So, und dort gibt es ein Feld hier, Enter License Code, da trägt man dann den Lizenzcode ein. So ganz kurz, woran erkennt man eigentlich, dass jetzt die Lizenzen vom SteroTrader verwaltet werden oder quasi, ob die Lizenzcodes von mir sind? Das ist auch relativ einfach festzustellen. Und zwar haben wir Folgendes. Die Lizenzcodes fangen immer mit DGS Bindestrich und dann zum Beispiel ST an. So, und genau diese zweite Position, dieses ST, zeigt an, das wird vom SteroTrader verwaltet. Und Lizenzen von mir fangen entweder mit DGS TK an oder teilweise auch COPE Bindestrich TK, aber das auch. Die zweite Stelle, also die erste Stelle nach dem Bindestrich, zeigt an TK, das ist ein Lizenzcode von mir. Das heißt, das muss im Indikator eingetragen werden. Ne? Und alles, was ja, an der zweiten Position ST hat, da müssen die ganzen Sachen in dem Auto-Trading-Panel eingestellt werden, wenn man da auf dieses Sternchen klickt. So, lange geredet, aber das ist halt zum Beispiel ein Problem, wenn dort erscheint ungültige Lizenz. Dann hat man den Lizenzcode entsprechend nicht richtig eingetragen. So, und die zweite Sache ist, jeden Morgen muss ich die Indikatoren löschen, SteroTrader neu in den Chart ziehen, alle Add-ons reinziehen. Also es gibt so ein Problem, was wir jetzt seit der Version 2.9 so ein bisschen erkannt haben, beziehungsweise wo wir gerade dran sind. Und das ist ein Problem, wenn wir mehrere Charts aufhaben, mehrere Add-ons geladen haben, dann den SteroTrader oder den MetaTrader beendet, MetaTrader wieder neu startet, dann kann es sein, dass die Indikatoren und die Add-ons nicht geladen werden. Wir sind noch nicht ganz sicher, wo das Problem liegt. Wir sind da aber dran. Ich habe da heute auch mit Dirk nochmal gesprochen. Also wir werden da das schnellstmöglich definitiv fixen und dafür ja eine Lösung finden. Momentan ist noch nicht ganz klar, wo das Problem herrührt oder warum das auftritt. Auf jeden Fall, wenn man das Problem feststellt, dann einfach nochmal MetaTrader beenden, nochmal neu starten. In der Regel werden dann die Sachen wieder ganz normal geladen. So, das sind die beiden Sachen entsprechend, ne, zu dieser E-Mail. Gut, ich sehe hier im Chat geht's auch, sind auch einige Fragen drin. Dann gehen, machen wir hier mal weiter und arbeiten das Ganze nacheinander ab. So, was haben wir denn da? 18:01. Ich habe schon seit Wochen ein Problem mit dem MT5, auch nach dem Update. Ich habe es Dirk schon zweimal geschrieben. Wenn ich im SteroTrader eine Position traile, dann Einstellungen, sagen wir TA6 Trail ab 20 Punkte Abstand 3 und dem BE ab plus 8, dann fängt er den Trail sofort ab BE an. Also plus 8. Okay, gucken wir mal. Nehmen wir mal den DAO, der ist US 30 Milli. Da ist jetzt ein bisschen mehr los. Gehen wir mal in den N1. So. Trading disabled. Das ist natürlich nicht so gut. Warum? 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 Okay, kurzen Moment mal bitte.
So, okay. So, da sind wir wieder. Jetzt geht auch eine Position auf. Gut, also nochmal, wie war das? Also TA6. Hier die ganzen Linien weg, die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben hier TA6. Trail TA6. Trailbeginn 20, Trailabstand 3 und BE war 8. So, Trail BE Schutz. So, dann gucken wir mal, hoffen wir, dass der jetzt 8 Punkte fällt und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob er dann sofort trailt oder nur den BE reinhaut. So, ich kann ja schon mal weiter gucken. Wie kann man denn die Farben in Indikatoren ändern, zum Beispiel Priax? Priax, gute Frage. Also Priax ist ja ein Tool vom Dirk. Ich denke fast, dass man die gar nicht ändern kann, dass das gar nicht als Einstellung vorgesehen ist. Aber wir können uns das mal angucken. Vielleicht haben wir ja hier Priax, 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 Priax. Nee, also im Priax kann man die Farben nicht ändern. Es ist gar nicht als Einstellung vorgesehen. Das müsste man quasi dazu bauen, dazu programmieren, damit man dort auch die Farben einstellen, die Farben einstellen kann. So. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Na gut, gehen wir mal weiter und warten mal, dass der Markt hier noch ein paar Punkte fällt. So, das Problem habe ich auch. Teilweise geht es sogar, dass das Chartbild am nächsten Tag weg ist. Hatte ich heute. Ich habe 2.9. Ja, genau, das mit den, ich denke mal, das bezieht sich noch auf die Indikatoren, dass die teilweise weg sind nach dem Neustart vom MetaTrader. Das habe ich ja gerade gesagt. Da ist uns was bekannt. Wir suchen den Fehler und werden entsprechend das auch fixen. So. Hallo Timo, ich habe ein Abonnement bei Livechart. Ich schätze mal, das ist das TC Live vom Dirk. Wer macht da den täglichen Support? Habe schon mehrere Mails an Dirk geschrieben. Also, das ist Dirks Add-on. Er macht da auch den Support und ja. Mehr als Mail schreiben kann ich dir da gerade auch nicht raten, weil wie gesagt, das ist sein Tool, das betreut er und da macht er auch den Support für. Wo ist der Unterschied zur Silver Edition? Also die Silver Edition hat weniger Funktionen als die normale, als die Classic Edition. Zum Beispiel, dass es diesen Reiter Auto Trading nicht gibt, aber noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich jetzt auch gar nicht an dem Kopf habe. Aber irgendwo gab es da auch mal so ein Dokument, wo die Unterschiede hervorgehoben worden sind. Schau mal auf der StayTrader-Webseite oder zur Not mal eine Mail an den Support schreiben. Wie gesagt, das sind diverse Unterschiede, die es da gibt. Hauptsächlich, dass die Silver Edition viel, viel weniger Funktionen hat als die Classic Edition. Und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, die Classic Edition zu nutzen. So, wäre ich mal besser long gegangen, aber Dann machen wir Folgendes. Dann machen wir noch einen Chart auf. Neues Chartfenster. Neue Strategie. Test. So. M1. So, machen wir hier eine Long-Position auf.
Trail war, was nochmal, haben wir gesagt? TA6, glaube ich, war es richtig? Ja, TA6. 20, 3 und hier hatten wir 8. So. TP brauchen wir nicht. Gut, mal schieben wir hier 3 Punkte ein. So, in irgendeine Richtung wird der Markt sich ja jetzt bewegen. Von daher, entweder Long oder Short, werden wir jetzt das Phänomen sehen. So, was haben wir noch? So, wir haben noch, ich kann heute leider nur zuhören, sehe fast nichts und kann am SEO-Trader momentan nichts ändern. Höre aber mit Schreiben ist auch mühsam. Lizenzen passen aber bei mir nur flugs nicht. Problem ist, dass die Charts mit den Add-ons nicht gespeichert werden bis zum nächsten Tag. Was heißt bis zum nächsten Tag? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das gemeint ist. Also ist das jetzt so gemeint, wenn man jetzt abends meinetwegen den MetaTrader zumacht und dann am nächsten Tag wieder aufmacht, dass dann die Sachen weg sind? Oder ist das so gemeint, wenn man jetzt den MetaTrader auf hat, zum Beispiel auf dem VPS und ja, man geht abends quasi weg und man kommt morgens wieder und die Sachen sind weg, ohne dass der MetaTrader geschlossen worden ist? Also das vielleicht noch mal kurz. So, dann, was haben wir noch vom Reinhard? So, Charts bleiben stehen, wenn meine Tools oder auch TCL-Tool geladen ist. Nach Schließen des STs und Neustart fehlen die am Vorabend noch im Chart vorhandenen Extensions. Nicht immer, aber meistens. Was ist jetzt mit Extensions gemeint, Reinhard? Vielleicht da nochmal kurz spezifizieren. Ansonsten das mit dem, dass die Charts stehen bleiben. Das ist ja ein altes Problem, was wir schon mal hatten. Und schreib mich da nochmal privat an. Da müssen wir da nochmal gucken, was da vielleicht noch das Problem sein könnte. Das würde jetzt hier in dem Webinar zu weit führen, aber. Schreib mich ruhig nochmal an, dann gucke ich nochmal bei dir auf den Rechner, was da los sein könnte und dann werden wir das schon irgendwie finden und in den Griff kriegen. So, der Alfred, aber funktionieren tut er, wenn er schreibt, kein Lizenzcode. Von welchem Tool reden wir jetzt? Reden wir jetzt von. Genau, von welchem Tool, Alfred, müsst du nochmal dazu schreiben, damit ich das irgendwie einordnen kann. Also ich Ich gehe mal glaube, davon aus, du. es geht hier immer noch um Flux. Ach so, okay. Das ist in der Tat etwas ungewöhnlich, dass es ohne Lizenzcode funktioniert. Okay, was hat er nochmal geschrieben? Also. Jeden Morgen muss ich die Indikatoren löschen, SteroTrader 9 in den Chart ziehen, alle Add-ons reinziehen. Flux läuft nicht richtig. Immer wenn ich das anklicke, verschwinden die Linien und starten dann wieder neu. Wenn ich das anklicke, verschwinden die Linien. Okay, wir gucken nochmal. So, der Markt bewegt sich aber auch nicht so wirklich jetzt hier in eine Richtung. Hattet ihr jetzt in den letzten Tagen Flux aktualisiert? Weil tatsächlich hatte ich das Problem auch. Ich hatte auch kurz mit Dirk geschrieben und heute habe ich einfach mal blauäugig Flux aktualisiert und seitdem funktioniert es auch wieder. Jetzt ist die Frage, ob ich eine uralte Version drauf hatte, was ich eigentlich nicht glaube, aber kann ja sein, oder ihr ein Update gemacht habt. Naja, das Update kam kurz nachdem die 2.9er raus war, also seit 2 Wochen oder so, ne, ist dieses Update draußen. Also jetzt nicht gestern, vorgestern, sondern schon seit 2 Wochen circa. Okay. Ja, Also an also alle, die klar. dasselbe Problem haben, was hier geschildert wurde, hatte ich tatsächlich auch die letzte Woche. Heute Morgen habe ich das Update gemacht und seitdem funktioniert auch alles wieder, wie es soll.
Genau, Alfred, dann probier doch mal, ne, ob das bei dir auch hilft, indem du ein Update machst. Also ich habe jetzt hier bei mir vorhin noch mal alles geupdatet, von daher kann es natürlich sein, dass es jetzt deshalb bei mir funktioniert und ich das Phänomen nicht nachvollziehen kann. Also von daher versuch ein Update und wenn nicht, dann melde dich einfach noch mal im Support. So, ich starte den MetaTrader nicht neu, er läuft bei mir durch. Sprich Moment, wir reden jetzt von den verschwindenden Indikatoren, Lutz, oder? Du startest den MetaTrader nicht neu, sondern auch wenn der MetaTrader durchläuft, verschwinden bei dir die Indikatoren-Add-ons. Habe ich das richtig verstanden, Lutz? Okay, habe ich richtig verstanden. Gut, in dem Fall, ne, hilft uns wirklich nur der Expertenlog, weil da steht dann oft drin, was das Problem sein könnte. Was natürlich das Problem sein könnte, ich weiß nicht, welche Add-ons du jetzt nutzt, oder die Frage ist, welche Add-ons nutzt du denn? Bei welchen Indikatoren tritt denn das Problem auf, Lutz? Auf jeden Fall brauchen wir in solchen Fällen den Expertenlog. Also vielleicht nochmal kurz Expertenlog, was ist das? Wenn man hier MetaTrader Ansicht, dann Terminal klickt, dann gibt es hier so diverse Reiter und ein Reiter ist Experten, der unten, und da, das ist wie so eine Logdatei. Da werden ganz viele Sachen drin gespeichert und wenn auf einmal Add-ons verschwinden, warum auch immer, dann steht hier in der Regel so eine Meldung, warum das passiert ist. Und diesen Expertenlog, den brauchen wir dann auf jeden Fall, um irgendwie einschätzen zu können, was da gegebenenfalls beim Tageswechsel passiert. Oder es kann auch sein, wenn das kommerzielle Add-ons sind, dass da wird alle 24 Stunden wird da einmal der Lizenzcode abgefragt, dass da irgendwas vielleicht nicht gepasst hat, dass in dem Moment das Internet nicht da war und deshalb der Lizenzcode nicht abgefragt werden konnte und so weiter und so fort. Aber von daher in dem Fall hilft uns wirklich nur der Expertenlog weiter. So, was haben wir noch? Wo sind wir denn hier? Betrifft das auch Priax? Live-Tool ist aktiv, Priax reklamiert auch Lizenz. Also das, ich kann da jetzt zu den Priax und den Lizenzen nicht wirklich viel sagen, weil das halt, wie gesagt, vom Dirk verwaltet wird und auch die Lizenzen vom Dirk. Und gerade Lizenzen ist auch in so einem Webinar hier, so Help, das ist relativ schwierig, weil man die Lizenz, also ihr müsstet uns dann Lizenzcode geben, wir können dann prüfen, ne, online ist der Lizenzcode dann wirklich gültig, ist da vielleicht ein Fehler drin und das kann man als alles hier im Webinar nicht wirklich machen. Von daher, bei Problemen mit Lizenzcodes, ne, bleibt in der Regel wirklich nur die E-Mail und der Support. Und gerade auch beim Priax, ne, da kann ich jetzt nicht mal eben auch irgendwie was checken, was das Ganze angeht. Ich weiß halt nur, ich sehe halt nur, dass das bei mir funktioniert. Also wenn ich jetzt hier Priax nehme und bei mir auf den Chart ziehe, dann läuft das halt mit meinem Lizenzcode, ne? Also von daher, mehr kann ich da im Moment auch nicht prüfen. Also wie gesagt, deshalb besser E-Mail schreiben mit Lizenzcode und sagen, dass Lizenzcode irgendwie nicht funktioniert. Und genau. Okay, so, was haben wir noch? Ich habe auch das Problem mit dem Laden des Live-Charts und dem Priax. Wird bei Neustarten nicht geladen, auch ein erneutes Starten des MT5 ist nicht erfolgreich. Ja, wie gesagt, das betrifft auch das Problem, was ich gerade angesprochen habe, dass wir da auf der Fehlersuche sind und den Fehler schnellstmöglich beheben werden. Was auf jeden Fall helfen sollte, wenn ein Neustart des MetaTraders nicht funktioniert, dass man den Chart zumacht, Chart wieder neu aufmacht,
und dann die Add-ons wieder drauflädt. Klar, das ist umständlich und auch keine Dauerlösung, aber bis wir quasi den Fix haben, bis der Fix draußen ist, ist das dann die Möglichkeit. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems und da wird in Kürze entsprechend ja was veröffentlicht werden. Genau. So, Stereo Single Hedge Modus muss ich noch dazu sagen. Schreibt der Lutz. Das war bezogen auf seine Einstellung hier Trail und Break-Even. Ah, okay. Das ändert die ganze Sache natürlich ein bisschen. Das heißt, der zu einer Einstellung Trading. Was war das für ein Mode? Stereo Single Hedge. Stereo Single Hedge. Nee. Stereo, also Single Hedge gibt's, Stereo Future, Stereo Hedge, aber kein Stereo Single Hedge. Denke mal, du meinst Single Hedge Mode, ne? Lutz. Ich würde tippen, gemeint war Stereo Hedge. Mal gucken, wer recht hat. Okay. Willkommen zur Rateshow. Ah, du hast gewonnen. Ah, super. Juhu. So. Mit einem Trade den Mode wechseln findet er nicht so gut. Komm, dann machen wir die Chose hier zu. Und machen das nochmal neu auf. So, machen wir das hier zu. Und jetzt war das. Stereo, hab ich vergessen, was heißt? Stereo Single Mode, ne? Nee, ohne Stereo, nur Single. Ah, Single, Single Hedge. Alles klar. Sind jetzt eine Einstellung, Trading, Single Hedge. So. Dauert ganz schön lange, bis er sich hier entscheidet, mal den Trade-Modus zu wechseln. So, das mal. Invalid Volume, okay. Das brauchen wir nicht. Dann sagen wir mal hier M1. Was haben wir jetzt gesagt? Trail Beginn, nee, TA6 20 3, 8. 8. So, gucken wir mal. Ich glaube, ich habe den Modus noch nie benutzt, glaube ich. Gucken wir mal. So, dann schreibt der Peter noch, bei mir wurde vor 2 Wochen auch die Zeitbombe aktiv. Oha. Nun läuft die neue Version aber nicht. Sie sagt, der MT5 sei zu alt. Das ist eine 32-Bit-Version. Habt ihr bewusst die 32-Bit abgeschossen? Nee, also wir haben da nichts gemacht, abgeschossen. MetaTrader hat das abgeschossen. Und zwar MetaTrader unterstützt in der MT5-Version keine 32-Bit mehr, sondern nur noch 64. Das heißt, du musst den MetaTrader aktualisieren, wenn er sagt, er ist zu alt und das Ganze ist dann automatisch 64-Bit. Warum ist denn hier? Wie viele Punkte haben wir denn? Also bei mir hat er gerade gar nichts aktiviert, weder BE-Schutz noch
Den Trail, auch interessant. Also normalerweise, man sieht ja hier, ich habe hier BE-Schutz 8 Punkte eingestellt, bin hier 10 Punkte im Plus. Und in der Regel hätte er den SL. Okay, bei mir funktioniert weder SL noch TP. Okay, ich werde das mal so aufnehmen und dann auch Dirk weitergeben. Also irgendwas scheint ja möglicherweise mit dem Single Hedge Mode nicht so richtig zu funktionieren. So geht's. Aber irgendwas ist hier in der Tat im Argen. Okay, Lutz, werde ich entsprechend nochmal prüfen und auch an Dirk weitergeben, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte im Single Hedgemode. Gut, genau. Also wie gesagt, 32 Bit gibt es beim MT5 nicht mehr. Das hat Meta-Quotes abgeschafft. Es gibt nur noch 64 Bit. Genau, Alfred schreibt nochmal, updaten, einfach drüber installieren. Genau, einfach drüber installieren mit dem Installationsmanager vom StereoTrader. Also hier Installationsmanager da und dann einfach das ganze Ding also drüber bügeln. So. So, welches Tool benötigt die Anzeige Außenstäbe? Das ist das Preax-Tool vom Dirk. Das ist bei dem TC Live dabei. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da kommt noch was Langes. Und gibt es eine Beschreibung der einzelnen Trailing-Modus, Modi, glaube ich, heißt das? Gibt es eine Beschreibung der einzelnen Trailing-Modi? Ja, gibt es auf jeden Fall. Also es gibt zum einen in dem Handbuch vom StereoTrader, das wird bei der Installation mitgeliefert, ist auf dem Desktop. Dort werden die verschiedenen Trailing-Modi erklärt. Es gibt aber auch auf meinem Kanal, das weiß ich ganz genau, von mir im Video, wo ich die einzelnen Trailing-Modi ganz genau erkläre und zeige. Und wahrscheinlich auch auf dem YouTube-Kanal von FX Flat, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber da findet man mit Sicherheit auch irgendwie ein Erklärvideo, wie die ganzen Sachen funktionieren. Ja, sogar von Dirk persönlich. Ah ja, siehst du. Von daher gibt es auf jeden Fall jede Menge Material, wo man sich mit den verschiedenen Trailarten auseinandersetzen kann. So, hallo, ich habe das Live-Tool von Dirk Hilger geladen, bezahlt und in Betrieb genommen. Dies auf MT5 StereoTrader Preax läuft nicht. Es wird ein Passwort verlangt. Keine Ahnung, vielen Dank. Nutze StereoTrader seit Jahren. Vielen Jahren. Ja, wie gesagt, da kann ich nicht so wirklich viel zu sagen, weil das ein Tool von Dirk ist, was auch Dirk verwaltet. Da kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr da Lizenzprobleme habt, dann bitte eine Mail an den Support bzw. support@steertrader.net schicken, weil da kann ich nicht wirklich was machen. So, Reinhard schreibt noch, er muss den TCL-Code unter Auto Trading eingeben. Genau, also TC Live Code hier unter, also wenn ich jetzt hier Preax lade, Preax, wo ist es denn? Da ist Preax. Dann gibt es ja hier auch so ein Sternchen, da draufklicken, kann man sehen, kann man nicht sehen, bin im Bild. Gibt es ja hier auch dieses Sternchen, ne, da draufklicken, dann den Lizenzcode vom TCL eingeben und dann nochmal probieren, beziehungsweise, ne, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nochmal probieren. So, was haben wir noch? Okay, ich schreibe nochmal eine Mail. Komisch, nur im Demo-Account läuft es, im Live-Account nicht.
Reden wir jetzt hier auch noch von Priax? Das kann natürlich sein, dass das Priax generell für den Demo-Account, ne, offen ist und für die Live-Accounts nicht. Kann ich, wie gesagt, auch nicht viel zu sagen. So, Stefan schreibt, Frage angekommen. Ja, Frage habe ich beantwortet. So, was haben wir noch? Werner schreibt, vom MetaTrader kommt zurzeit eine Meldung zum Aktualisieren. Ich blocke das am besten, oder? Ja, also solange er jetzt noch nicht permanent meckert, beziehungsweise die Meldung kommt, es ist zu alt, würde ich jetzt erstmal die aktuelle Version von MetaTrader drauflassen, bis von uns so das Go kommt. Ne? Hier, wir haben es jetzt mit der neuesten wieder getestet und ihr könnt die Sachen installieren. So, Uwe, ich habe gerade, schreib nochmal, ich habe gerade festgestellt, dass Flux bei mir auch nicht funktioniert. Es gibt auch kein Eingabefeld für den Lizenzcode Version 2.9. Also, wenn es beim Flux, wo ist es? Ich ziehe es nochmal drauf. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. So. Ach, interesting. Hat es bei mir nicht eben funktioniert? Jetzt kommt hier auch kein Lizenzcode gefunden. Das ist ja äußerst interessant. Kurzer Moment mal gerade. Ich versuche mal den Lizenzcode nochmal neu einzugeben. Kurzen Moment. Vielleicht kann ich eine Frage von Stefan hier beantworten. Die Frage war, ob Priax, glaube ich, so nennt das Dirk, auch dann bei FXLet direkt mit dabei ist. Nein, also Sie bekommen von FXLet entsprechend die Lizenz für den StereoTrader an sich, aber externe Add-ons oder lizenzpflichtige Add-ons müssen Sie entsprechend selber besorgen. So, da bin ich wieder. Also, was jetzt bei mir der Fall ist, deshalb ist das jetzt auch so. Ich habe ja eben den Mode, den Trading-Mode geändert. Und wenn man bei den Add-ons, die vom SEO verwaltet werden, der Mode geändert wird, dann muss man da den Lizenzcode nochmal neu eingeben. Kann ich jetzt hier leider nicht machen, weil ich den Lizenzcode auf dem anderen Bildschirm habe und ich kann jetzt nicht hin und her switchen, ohne dass man quasi den ganzen Lizenzcode sehen würde. Von daher kann ich das jetzt hier nicht wirklich nachvollziehen, weil jetzt sagt er bei mir auch keine Lizenz. Wie gesagt, das hängt mit dem Wechsel des Modes zusammen. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte und was ich zeigen wollte, wenn es kein Fenster gibt, wo man den Lizenzcode eintragen soll und auch unter Autotrading das Ganze nicht dargestellt wird. Also wenn da jetzt nicht der Eintrag Flux steht, dann hat man definitiv noch eine alte Version. Dann ist das nicht die Version 2.9, weil wenn, die muss da sein. Also alles andere würde halt wirklich gar keinen Sinn machen. Also 2.9 jetzt vom Add-on. Also wenn ich jetzt hier das Add-on auch auf den Chart ziehe, Flux. Da steht ja auch hier oben, kann man hier im Fenster sehen, da steht hier auch 2.9. Und wenn da dieses Fenster nicht vorhanden ist, dann entsprechend, also das Fenster, das hier, wenn das hier nicht vorhanden ist, dann hat man nicht die aktuelle Version, also nicht die 2.9 von Flux. So, was haben wir noch? So, das sieht ja fast so aus, als hätten wir erstmal alles beantwortet. Wo kann ich Priax kaufen? Ich glaube, über die Webseite von Dirk. Bin mir da aber nicht ganz sicher. StereoTrader
SEOTrader.net, genau, schreibt der Lutz. So, wo kann ich, was gibt es denn Add-ons, die bei der FX Flat Version nicht freigeschaltet sind? Wie eben gehört Priax. Also es gibt, das hat der Nelson gerade schon gesagt, es gibt diverse Add-ons, die jetzt nicht von FX Flat mitgeliefert werden, die man noch separat dazu kaufen muss. Da gehört das Priax dazu, da gehören meine Sachen dazu. Da gehört das MT On Live von Oliver Najjar zum Beispiel dazu. Das sind alles so kommerzielle Add-ons, die nicht bei der FX Flat Version vom SEOTrader mitgeliefert werden. Gut, dann warten wir mal noch, ob noch was kommt. Ansonsten können wir noch ein bisschen Werbung für die WOT machen, oder, Nelson? Gerne. Und auch für deine Webinare hier bei uns. Ach, richtig, genau. Das auch noch. Also, zum einen haben wir als erstes nächste Woche WOT in Frankfurt, Word of Trading. Diese Woche. Wir haben ja schon Montag, richtig. Wir haben ja Montag. Diese Woche, Freitag, Samstag, WOT in Frankfurt. Genau. FX Flat ist da, ich bin da und ja, vielleicht sieht man sich, vielleicht kann man ein bisschen quatschen und wird bestimmt spannend. Und wir haben Webinare, Nelson, ne? Wir zwei zusammen oder ich mit FX Flat. Und zwar hilf mir kurz auf die Sprünge. Ja, jetzt habe ich groß angekündigt, mach doch mal Werbung dazu und bin selber schlecht vorbereitet. Aber das erste Webinar fängt am 25. an. Genau. September. Genau. Also es geht um Trading-Strategien, wie man Trading-Strategien entwickelt, was man von Trading-Strategien erwarten sollte, beziehungsweise auch, wie man Trading-Strategien entwickelt. Und es geht um manuelle Trading-Strategien, es geht auch um automatisierte Trading-Strategien. All das findet man in den Webinaren, beziehungsweise werde ich in diesen Webinaren erklären. Und den Link zur Anmeldung findet man auf der FX Flat Webseite unter Webinare und Seminare. Könnt ihr euch anmelden und wird spannend. Oder hier im Chat. Gerade geteilt. Ah ja, super, genau. Hier im Chat einfach auf den Link klicken und dann kann man sich dort anmelden. Super. So, ich gucke nochmal, was wir noch so haben. Ich glaube, das war's dann für heute. Ja, ich würde sagen, dann, wenn du nichts mehr hast, Nelson, machen wir für heute den Deckel drauf. Nein, alles gut. Also waren viele Fragen da. Vielen Dank schon mal dafür. Das war ja heute ein bisschen aktiver auch im Chat als das letzte Mal. Und dafür ist es ja auch gedacht, dass wir das hier, dieses Event entsprechend dafür nutzen. Aber es sind keine offenen Fragen mehr da. Und wenn doch noch Fragen auftauchen, wir immer gerne unseren Support anschreiben, service@fxflat.com und alles, was wir nicht selber beantwortet bekommen, leiten wir entsprechend an SEOTrader Support weiter. Und dann nutze ich doch mal die Gelegenheit und verabschiede mich schon mal, bevor ich dir das Wort gebe. Lieber Timo, vielen Dank für das Webinar heute. Vielen Dank, dass du hier wieder die Fragen beantwortet hast. Und vielen Dank an alle, die auch die Zeit investiert haben, hier dabei zu sein und entsprechend die Fragen zu stellen. Würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen auf der WOT zu sehen. Und ansonsten morgen früh, früh ist ja auch relativ, aber 8.45 Uhr Live-Trading mit Dirk. Wer Lust und Zeit hat, dann gerne dabei sein. Ansonsten einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und Timo, du hast das Schlusswort. Dankeschön. Ja, ich mach's kurz, sage ciao, ciao, macht's gut, habt eine schöne Woche und vielleicht bis zur WOT, bis zum Freitag oder Samstag, man sieht sich, bis dahin. Ciao, ciao.